Claudia, meine geliebte Schwester. Ich war nun eine Woche in Arkon. Sicher und voll Zuversicht und doch aufs Schlimmste gefasst. Die Männer und Frauen, die mir hier Nahrung und Obdach boten, warnten mich, dass der Weg nach Masyaf vor fremden Söldnern und Banditen nur so wimmelte. Was das bedeuten könnte, wage ich nicht zu denken. Als ich Rom vor 10 Monaten verließ, hatte ich nur eins im Sinn. Zu entdecken, was unser Vater nicht fand. In einem Brief, der 1 Jahr vor meiner Geburt geschrieben wurde, erwähnt er eine geheime Bibliothek unter der Burg Masyaf, ein Heiligtum, angefüllt mit unschätzbarem Wissen. Also was mag ich dort wohl vorfinden? Wer wird mich empfangen? Ein Trupp übereifriger Templer, meine schlimmste Befürchtung. Oder nichts als das Pfeifen eines kalten Windes. Masyaf hat seit nun fast 300 Jahren keine Assassinen mehr beherbergt. Können wir noch Anspruch auf die Burg erheben? Sind wir dort willkommen? Ach, ich bin das Kämpfen leid, Claudia. Nicht, weil ich müde bin, sondern weil sich unser Krieg nur in eine Richtung zu entwickeln scheint. Ins Chaos. Ich habe inzwischen mehr Fragen als Antworten. Und deshalb bin ich so weit gereist, um Klarheit zu finden. Um die Weisheiten des großen Altair zu finden. Und um den Sinn unseres Krieges besser zu verstehen. Und meinen Platz darin. Sollte mir etwas zustoßen, Claudia, sollten meine Fähigkeiten unzureichend sein oder mein Ehrgeiz mich verführen, suche nicht in meinem Andenken nach Rache. Kämpfe, um die Suche nach der Wahrheit fortzusetzen, zum Wohle aller. Mein Leben ist nur eines unter Tausenden und die Welt wird es verkraften, sollte es vorzeitig enden. So, und nun sind wir an unserer Burg. Ich hoffe, man hat diese kleinen Frame-Einbrüche nicht gesehen. Eventuell, ich schau mal, ob ich es irgendwie wegkrieg. Aber ich mache mir jetzt nochmal selbst keine Hoffnung drauf. Ich hoffe, das war's mit den ganzen Einbrüchen. Gut, dann folgen wir mal Alter hier. Ja, probier das mal. Und wir kriechen immer weiter hoch. So, kloppen wir mal ihn zusammen. Na, hau weiter. Und richtig. Klingen haben wir noch keine bekommen, glaube ich, ne? Nein, haben wir nicht. Ja, plündern mal. Geld werden wir brauchen. Bin gespannt. Die Währung selbst sagt mir jetzt nichts. Weiß ich nicht, was das sein soll. Muss ich mal schlau machen. Gut, dann folgen wir mal diesem Parcours. Und ich hoffe, wir kriegen gleich unsere versteckten Klingen. Ich muss sagen, das ist eigentlich meine Lieblingswaffe hier in dem ganzen Spiel. Schwerter und sowas nehme ich eigentlich, ja, überhaupt total selten her. Na, wenn man schon davon spricht. Klingt da ganz gut. Was haben wir hier jetzt ausgewählt? Faust, Schwert. Ah, Klinge. Okay. Versteckte Klingen. Wie gesagt, ich spiele eigentlich fast nur mit denen. Das ist meine Lieblingswaffen. Wenn man den
Gut. Dann werden wir die mal alle zerlegen. RT halten und blocken. Blocken werde ich nicht brauchen. Zumindest noch nicht. Plündern wir trotzdem nochmal weiter. Wie gesagt, am Anfang werdet ihr es öfters sehen. Mit dem Rumplündern. Na, ich will das. Was sind das hier? Ich will die Axt nicht. Ich will nur plündern. Ich hoffe, es gibt wieder das gleiche System wie in Assassin's Creed 2 und Brotherhood, dass man die Stadt ausbauen kann und Geld verdienen. Das habe ich bei den anderen Teilen auch ganz gern gemacht. Und eigentlich ja komplett ausgebaut. Ah ja, da haben wir wieder unseren Aufzug. Die Gegend selbst ist diesmal im Gegensatz zu den anderen Teilen doch ziemlich kalt. Spielt halt gerade im Winter, ne? Und bin mal gespannt, was uns hier noch erwarten wird. Ich sehe gerade, dass die Frames wieder ein bisschen einbrechen. Muss ich dann anschließend mal schauen, was hier los ist. Werde ich aber dann nach der Aufnahme machen. Es laufen wie gewohnt. Eigentlich ganz normal. Diesmal spiele ich es auf dem PC. Habe mir deswegen extra einen Controller zugelegt. Normalerweise habe ich es immer auf der Playstation gespielt. Aber ich habe das Spiel relativ günstig gerade gefunden. Habe mir gedacht, ach, nehme ich gleich mal mit. Und am PC kann ich eh besser aufnehmen. Über Konsole, muss ich sagen, habe ich keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber es funktioniert auch so. So. Gewohnte Sprünge. Und gewohnte Attentate. Wie hier der Wind vorbei pfeift. Ziemlich nervig auf den Ohren. So. Ah, ein goldenes Dach. Schön. B drücken zum Interagieren. Was? Gib Ruhe. Yeah! Tempel mit einem Konterattentat eliminieren. Okay. Hat wohl nicht ganz geklappt. Und jetzt sind wir scheinbar in der Kanalisation oder in den Kerkern. Schau mal, wo geht's denn weiter? Hier. Landblut wird benutzt, um ihren Opfern Angst zu machen. Das werden wir wahrscheinlich später noch rauskriegen, wie wir Bomben zusammenbauen, wie es aussieht. Und was haben wir denn hier? Schatztür? LT drücken, um ein Ziel zu erfassen, dann X drücken, um ein Luftattentat auszuführen. Was ist denn LT? LT haben wir hier unten dran. Okay. Und? Zack! Na, kommt. Doch eher keine Chance. Das war die falsche Taste zum Kontern. Geld, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Okay. Was ist hier oben? Beziehungsweise, was haben wir hier unten noch? Was können wir hier suchen? Bevor wir jetzt weitergehen und irgendwas übersehen. Nicht, dass hier irgendwo noch Schatztruhen rumliegen. Ah ja, okay.
Okay, hier gibt's gar nichts. Na gut. Dann schauen wir mal, was der Schatzmeister hier vorne will. Beziehungsweise vielleicht haben wir ja hier irgendwo noch was Verstecktes. Was war das? Also ich bin über die Waffe gelaufen. Aber hier scheint es irgendwie nichts Großartiges zu geben. Nee, ist nur der Ablauf. Okay, gut, dann reden wir mal mit dem.